wo uns ist alles vorgegeben. Wer wann, welche Leistung, bei wem, an welchem Ort, zu welchem Preis erbringen darf oder auch nicht erbringen darf. Und wenn Sie ein System haben, das so stark durchstrukturiert ist, das also eher einer Planwirtschaft ähnelt, dann darf man sich auch nicht wundern, dass man im Ergebnis auch die Nachteile hat, die Planwirtschaften so häufig mit sich bringen, nämlich ein hohes Maß an Bürokratie, weil alles bis ins kleinste Detail geregelt werden muss, oder viele Menschen glauben, dass es geregelt werden muss, kann auch anders gehen, kommen gleich noch dazu. Ein großes Maß an Unzufriedenheit aller Beteiligten im System, nicht nur der 4,7 Millionen Beschäftigten, sondern auch der über 80 Millionen Versicherten, das trifft dann immer den Gesundheitsminister. Und fehlende Effizienz, das heißt, die Menschen haben das Gefühl, dass das Geld, was sie monatlich da einbezahlen, am Ende nicht für ihre Leistung selber auch tatsächlich zur Verfügung steht. Und wenn dann das Problem die planwirtschaftlichen Strukturen im Gesundheitssystem sind, dann ist es gerade Aufgabe auch für einen liberalen Gesundheitsminister, den Weg zu finden aus diesen planwirtschaftlichen Strukturen weg in ein wettbewerblicheres System, wo sich zum Beispiel die Leistung für diejenigen, die dort leben und arbeiten, auch tatsächlich wieder lohnt. Und das ist die Grundphilosophie, die uns prägt in der Gesundheitspolitik selber.